Die erste Seide ist, glaube ich, aber auch noch nicht da, oder? Doch, tatsächlich. Nicht viel, aber ein bisschen. Und ich sehe gerade, unser Kontor ist derbe überfordert. Den müssen wir bei Bedarf, also bei Bedarf, der Bedarf ist da, aber den müssen wir ausbauen, oh ja, einfach. Wir haben, oder eine Anlegestelle. Warte, Anlegestelle, gucke ich mal fix hier. Ist halt aber auch nicht... 40 Glas. Ey. Oh Gott, ja, wir müssen hier vielleicht auch mal Glas vor Ort demnächst mal produzieren, oder? Ja. Ich baue dafür schon mal die Blaupausen hin, aber Geld ist ja gerade nicht so eigentlich dafür da. Außerdem wollte ich Brot erstmal ausbauen, weil wir hier Brot brauchen. Ah, wunderbar. So, machen wir erstmal so. Das war genau, müsste ich jetzt vier davon machen. Ich glaube, ich übertreibe mit dem Glas jetzt hier ein bisschen, aber das ist okay. Es ist okay, ja. So, zack, zack, zack. Wird schon passen. Pi mal Daumen. So. Vielleicht nochmal weiteres Lagerhaus hin. Und damit steht auf jeden Fall das Grundgerüst für unsere Glasproduktion hier. Dann baue ich jetzt kurz einmal Brot aus. Einmal. Ob ich das jetzt mal fix mache hier, zack. 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 Und zwei Bäckereien brauche ich noch. So, und Geld ist wieder direkt futsch. Mensch. Für einmal Brot. Sie haben völlig recht. Meine Lieben sind gesund. Oh. Der stolze Vater einer Aufstrebenden. Malchin hat eine Aufgabe. Ich guck mal. Wo das jetzt? Immer neue Welt ab und zu mal. Nee, das ist jetzt alte. Okay. Schiff unter Beschuss. Sag mal. Jetzt ist auch mal gut, ja. So, Malchin, was hast du für eine Aufgabe? Schauen wir mal. Nun, Zerstörungsaufgabe. Ich nehme mal. Genießen Sie einem von Zerstören Sie einen Clipper mit zwei Kanonenbooten, wird er verfolgt. Ich glaube, das können wir schaffen. Ich würde einmal kurz die Schiffe einmal hier leer machen. Zack. Das Ding gebaut. Achtung, Admiral anwesend. Boah. Ich brauche kurz 2500. Ja, ich mach nix. Zack. Kann ich endlich diese, kurz mal diese Schiffe hier leer machen, die Linienschiffe, und kann die mal für Meiching benutzen, jetzt kurz. Ja. So. Dann gibt mal Gas. Generell können wir nochmal schauen, wie sieht denn das eigentlich gerade generell overall aus? Wirtschaftstechnisch sind wir auf jeden Fall noch weiter hinten, laut, wirtschaftstechnisch sind wir vor Silver. Militär sind wir natürlich hinten, das ist klar, das wird auch noch, sag mal. Ja. Also, ja gut, das kommt mir jetzt, oder kommt uns beiden jetzt sehr gelegen eigentlich. Hören Sie mich. Ein echter Gesetzeshüter. So, da ist das erste Geld drin. Entspannt. Muss man, guck mal, muss ich mir um dieses schon mal nicht mehr kümmern, ey. Und das Kanonenboot geht sogar auch da weg. Also ist es nur noch der Clipper. Das ist mehr als entspannt. So, und Hunt sieht wie folgt aus. Sie hat Militär 157. Ihr Hafen wird angegriffen. Ja, wird das gleiche wieder sein. Hunt hat eine bisschen schlechtere Wirtschaft als Silver. Malching ist aber auch ziemlich gut dabei, was Wirtschaft betrifft. Also, ne, im Gegensatz, also im Vergleich zu den anderen mit. Aber Militär. Ja, wie gesagt, dieser Sprung, der wird um einiges größer. So, kriegen wir das Schiff noch down hier? Ja. Sehr schön. So war es nur noch der Clipper. Verpasst ihnen die volle Breitseite. Sehr schön. So, Paprika und sowas. Dann brauchen wir jetzt einen Clipper für. Den hast du schön. Haben wir noch nicht gemacht. Doch, haben wir schon. Oh, wunderbar. Genau, das besteht. Auch Mäntel werden jetzt natürlich einen Clipper nur. Aber die werden gebracht. Ja. Der Seide haben wir auch schon drüben. Die erste. Also können wir dann gleich gucken, wenn ein bisschen was von den Pelzen da ist, dass wir so langsam anfangen mit den Mänteln. Ja. Weil dann geht auch ja demnächst mal hier die Konservenfabrik los. Super, okay. Genau, jetzt warten wir hier auf das Bergungsschiff. Neue Ziele? Auf nothing else. Wo ist denn das Bergungsschiff? Mal kurz schauen. Müller, wo ist denn das? Ist das schon da? Ist gerade ein Dämon gekommen? Nee. Sag mir jetzt bloß, ich habe das Bergungsschiff nicht losgeschickt. Doch. Oh. Nee, ich sehe es aber nicht.
Ach da, das musst du erstmal finden, ey. Weil wir keine Routen haben von der alten Welt in die neue, sieht man das dann so schlecht. Okay. Da ist es. Ah, brauch noch ein bisschen. Lärchen. Boah, das wird richtig geil, Leute. Ich sag es euch. Guckt euch das an. Gut, das sind die Multifabriken. So, Speicherstadt kommen wir auch noch zu, wo ich sie hier gerade sehe. Das wird alles. Das ist immer noch nicht aktualisiert. Da muss ich ja nochmal ran. Was da? Achso, das. Generell gibt es mittlerweile so viele Ornamente. Das ist wirklich krass. Sü. Oh, du bitte. Ja, wir warten. Also, was anderes können wir gerade tatsächlich nicht so machen. Wir werden gleich schauen, dass wir mal die Konserven ausbauen, damit die ersten produziert werden können. Ich mach das mal. Ja, wobei die erste Reihe können wir schon mal machen, ne? Warte mal, wie viel kostet das? Drei davon, vier davon. Warte mal, ne. Genau, erstmal ganz entspannt mit einem anfangen, ne? Wenn das Spieltempo sonst erstmal erhöhen. Ich versuche die ganze Zeit, aber bei mir nimmt er das nicht mit, denn das bei dir? Bin gerade verwirrt, wo ist denn das? Bei mir lag's auf Plus beim Keypad. Ich hab auf Plus gedrückt, er macht hier auch ein Geräuschchen, aber ich sehe nichts. Ich meine auch nicht, dass wir es letztes Mal schneller machen konnten. Aber steht Spieltempo erhöhen, deswegen wundere ich mich. Vielleicht geht das nicht bei mehr Spielern nicht? Oh. Vielleicht geht das bei Koop nicht wegen dem Synchronisieren, ich weiß es nicht, du. Oh, guck mal, ich sehe gerade, wir können unsere Anteile verkaufen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Lol. Das ist so eine grundlegende Sache einfach. Never mind, reden wir nicht drüber. Aber 65.000 ist jetzt auch nicht so krass, ne? Nee. Ich muss jetzt auf 15.000 sparen, damit ich eine Konservenfabrik bauen kann. Hm. 15.000? Ja, leck mich, ey. Wie kann man denn noch Geld spritzen hier? Ja, mit Aufgaben, ne? Also in Meiching haben wir gerade eine Aufgabe am Laufen. Zamento haben wir eine Aufgabe am Laufen. Hand und Silber könnte man mal fragen. Habe ich eben schon. So. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich warten, weil auch Archibald und sowas haben wir gerade eben auch gemacht. Das war's. Und Sie sind ein solcher Nichtsnutz. Was? Das Ding ist rausgefahren. Ernsthaft jetzt? Wie willst du das denn einholen, Alter, mit egal welchem Schiff? Oh, ey, das ist erstmal das Geld, was wir gerade gebraucht hätten und außerdem ist das mit Meichen gerade gar nicht geil. 23 sind wir bei dem. Und der ist momentan, ja, Militär ist er vielleicht nicht so krass wie die anderen beiden, aber trotzdem. Jetzt Krieg zu haben, wäre richtig ungünstig. Zumal, denn wir in der alten Welt gar keine Kriegsschiffe gerade haben. Ne, wir haben ein Linienschiff gerade da, krass. Krasser Scheiß. Und der beginnt jetzt erstmal den Geleitschutz für Madame Kahina. Segel setzen! Darf ich mir dann ein Flaggschiff einmal borgen? Ja, mach. Würde ich dann auch für den kurz einmal benutzen, dann ehrlich gesagt für die für den Geleitschutz. Guck mal an, ey. Ich möchte. Hab ich gerade abgelehnt? Na, ich hab noch nicht angenommen, achso. Direkt Paras. Geht los. Sehr schön. So, beide Schiffe sind da jetzt an Patrouille mit rangeschickt. Das wird schon. Allerdings, leider gibt das auch nicht so viel Geld. Ne? Schiff unter Beschuss. Das ist ja, jetzt gerade echt 14.000. Die Krise. Größte Krise, was Geld angeht. Alte Welt. Ja, wobei, ja. Ah, nee. Keine Sorge. Das ist mutig vom Piratenschiff, aber das schafft er nicht. Lässt er wenigstens irgendwas Nettes fallen? Genug Süßwassermatrosen versenkt für heute. Dein ja, wow, 110.000, Alter. Ja, moin, als ob. Sie das müssen mir nicht danken. Zwar. 110.000, 140.000, aber es ist ja zum Glück kein Kriegsding, ne? Aber nur nicht Angriffspakt. Also es ist jetzt nicht dramatisch, aber es gibt nochmal Minuspunkte halt jetzt, ne? Fuck. Das ist gerade nicht geil. Ich glaube, wir sollten uns mal kurz wappnen, dass es vielleicht gleich zum Krieg kommen könnte. Ja. So, neue Welt, haben wir unsere drei Kriegsschiffe? Vagabund! Können wir da irgendwas tun? Schiff unter Beschuss! Einschmeicheln ist leicht erhöht, aber das ist halt riskanto danto.
20 ist auch schon scheiße wenig. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Geldgeschenk kann ich ihnen gar nicht machen, sehe ich gerade. Aber Malchen hat gerade genug mit Hans zu tun. Ich weiß ja nicht. Außerdem verliert er gerade nochmal ein dickes Linienschiff. Das ist ja auch schon mal ganz geil. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr schön. Dann einmal bitte hier hinfahren. Dann kriegen wir ein bisschen Geld jetzt. Ich glaube, sie lösen das Problem. Schiff unter Beschuss. 14 Tonnen Kanonenboote, Alter. Ja, sonst noch 15 Tonnen Kanonen. Sonst noch ein Wunsch. Das ist großartig. Gehen wir mit gutem Beispiel voran. Ja, ich habe angenommen, Alter. Ich kann dir aber keine 14 Tonnen Kanonen geben. Haben wir gar nicht. Zum Glück kein Geld. So, wo wollte ich jetzt? Hier wollte ich hin. Genau, ich wollte kurz jetzt schnell, solange wir das Geld haben, eine Konservenfabrik kurz hochziehen. Damit wir mal so langsam anfangen jetzt hier. So, und das ganze Geld wieder weg, Alter, durch eine Fabrik. Hör mir auf. Bringst du gute Neuigkeiten? Ah, tatsächlich. Bei dir erscheint alles so einfach. So, ich nehme an, du brauchst das Bergungsschiff, dann würdest du dir wieder in die alte Welt zurückballern. Ja, ich kann gar nichts machen ohne Geld, ne? Ah, das stimmt wohl. Also, ich bin schon wieder hier. Neue Befehle? Ohne Moos nichts los ist, ja. Auf was sparst du gerade? Ja, allgemein. Mit 10.000 kann ich ja nicht viel machen. Konserven, ne? Ja, ja. So, das nächste Ding. Ein Pelzmittel. Ja. Wie viele? Warte, kann ich ja kurz selber mal nachschauen. Wir haben jetzt ein Schiff bei den Fällen. Hat eine Siedlung errichtet. Würde ich ja vielleicht sogar sagen, dass wir vielleicht noch mal ein Schiff da reinballern, oder? Dieses ja, wir haben gerade uns frei. Kannst du gerne machen. Boah, was? Was nett, ey. Ja. Alter, ja. Hat aber einen faden Beigeschmack, dass das Hand macht. Boah, ich hab direkt Schiss, aber 8.000 sind natürlich jetzt gerade sehr lecker. Nehm ich. Ja, bau aus. Ja, ich nehm's auch, du. Davon kannst du ausgehen. So, Madame Kahina, die Aufgabe scheint noch machbar zu sein. 14.000 gibt die auch nochmal. So. Dann würde ich noch, wollen wir noch einmal Konserven ausbauen? Gott hatte wenigstens Lehm. Ja. Schiff unter Beschuss. Alles klar. Und Geld ist komplett wieder futschi, Kato, ey. Aber ich sag mal so, ist alles für den größeren Zweck. Die ersten Konserven dürften langsam eintrudeln. Vielleicht sollten wir mal wieder schauen, dass wir vielleicht bei Archie bald den nächsten Item kaufen, womit wir mehr Geld verdienen. Ich bin die ganze Zeit schon mal gucken. Hast du auch schon mal direkt ein Schiff schon da? Nee, das noch nicht. Weil das, ne, die gehen auch wieder von alleine weg. Deswegen müssen wir, glaube ich, immer fix sein. Ja, wir haben kein Schiff in der alten Welt. Wir könnten den Schoner nehmen, theoretisch. Der Schoner holt auch Eisen. Ja, der macht das aber die ganze Zeit und der verliert kein Eisen mehr. Die Eisenproduktion ist zu big. Deswegen würde ich jetzt mal Folgendes machen. Ich würde den mal kurz abkapseln. Und ich würde dann zur Archibald mit dem Ding fahren und ich glaube auch dieses Eisen, was er geladen hat, auch einfach verkaufen. Steuern. Ja, klar, kannst du machen. Ach ja, stimmt, wir können Sachen verkaufen. Oh, da vergesse ich gar nicht dran. Und dann, wenn halt... Haben wir denn was? Hier, tu mal Zusatzeinkommen hast du gerade. Jetzt gerade hast du ein Buch bei Dings. Okay, jetzt hat das gerade weggewürfelt, alles klar. Nein, nicht würfeln, das kostet doch voll viel Geld. Ach, dann warst du das nicht, dann ist es gerade von selbst weggegangen. Ich dachte, du hast gerade gewürfelt. Nee, es kostet scheiße viel Geld. Nee, nee, keine Sorge, ich mach das nicht. Einkommen pro Haus, minus 2 Zufriedenheit. 10%. Naja, minus 2 Zufriedenheit ist scheiß mal drauf, ne? Ja, aber die 10% sind jetzt auch nicht so viel. Aber, ja, aber das Ding... Die Bücher sind auch scheiße teuer, die können wir uns da nicht leisten. Das Ding können wir uns leisten, wenigstens ein bisschen. Und minus 2 Zufriedenheit, unsere Leute sind glücklich, die haben alles. Ja, das ist ja egal, das ist... Ja, ja. Deswegen sind, also 26.000 sind natürlich wahnsinnig eklig viel, ist wahnsinnig viel eklig, mein Gott, wahnsinnig viel Geld. Aber ich wäre bereit, das auszugeben. Bin ich ja ganz early. Ja. Also auf lange Sicht gedacht, gibt uns das auf jeden Fall dann mehr Geld. Auf sehr lange Sicht gedacht. So, ich sehe auch, du hast die ganzen Holzfälle auch in Cap Trelawney ausgeschaltet wegen dem Geld. Ja, bringt nicht viel, ne? Aber produzieren ja echt über gerade. Ja, besser als gar nichts machen, ne? Generell, auch wenn ich schaue, wir können natürlich gucken, dass wir vielleicht nochmal ein paar Häuser ausbauen. War gut, Fisch passt, Schnaps passt auch noch so, alles. Ja.
Brot ist wieder ein bisschen mehr geworden. Wurst ist halt, produzieren wir 8, haben wir 7. Das ist auch noch okay. Seife ist auch ebenfalls. Ein paar Häuser kannst du noch ausbauen, ja. Ja. Achso, ich dachte jetzt hier zu Arbeiterhäusern. Aber so geht auch, ja. Ja, müsst ihr ja so eine Grundlage schaffen. Durchaus. Ja, ja. Aber man sieht so langsam bei den Handwerkern, die haben jetzt so langsam Konserven. Ist noch nicht im grünen Bereich, aber so langsam geht es hoch. Gibt uns mehr Geld, gibt uns mehr Handwerker, das ist super. Jetzt schaue ich nochmal ins kurz hier rein. Die Baumwolle haben wir immer noch 12 Stoff. Oh, das ist gut. Das Ding ist jetzt gerade auf dem Weg in die alte Welt. Natürlich nur halb geil. Aber dafür, wir müssen es dann gleich direkt von der alten Welt nach Capitoloni schicken. 20.000, Alter. Gut. Was wollte ich jetzt aber ursprünglich machen? Wo war ich jetzt gerade bei? Alter, die Erbsen sind gerade am Start hier. Ey. Genau, ich wollte hier wegen den Fällen gucken. Fälle haben wir noch keine hier. Ich frage mich auch, warum wir nur noch 12 Baumwolle haben und nicht mehr. Kommt echt nur so wenig an? Da wurden schon ein paar Pelze produziert. Nee. Ich sehe auch ehrlich gesagt kein Schiff hier, aber die sind sollen eigentlich hinfahren nach Crown Falls und ja, entladen das auch dort. Aber kein Schiff gerade eh hier. Sind ja auf dem Weg gerade, das kann sein. Mal kurz mal schauen. Das ist ein Rumschiff. Sind die alle in der neuen Welt gerade? Sonst setzt das hier noch Schimmel an. Ja, hier, das sind alle die Baumwoll... Ah ja, gut, die ganzen Baumwollschiffe sind gleichzeitig dran. Das ist jetzt ungünstig. Das heißt, ich warte mal kurz mit den beiden. Ruder übernehmen. Natürlich kann da nicht jedes Schiff voll beladen werden, ey. Ach. Nee, dann lass ich echt noch lange warten mit den Teams. Naja. Ah gut, da kommt jetzt gerade ein dickes Schiff einmal voll beladen und einmal zurück. Dann kommen die ersten Fälle auch demnächst an. Dann geht die Party richtig ab. So. Hand hat eine Aufgabe, die würde ich einmal... Warte, wie stehen wir bei der? 60. Ich guck mal kurz. Fragen Sie nicht, handeln Sie. Nehmen wir alles. Gut, ja. Mein Kind. Ja, 7 Getreide klingt jetzt erstmal nicht schwierig, aber wir haben halt hier kein Getreide. 7 Getreide. Was willst du nehmen? Hier ist die Frage. Ich nehme dafür kurz unser Flaggschiff. Koordinaten eingezeichnet. Oh. Ich nehme kurz das Flaggschiff dafür. Wird überhaupt was übrig? Ja, wir haben Getreide übrig. Und generell könnten wir mal wieder schauen, tatsächlich, dass wir ein paar Sachen verkaufen, ein paar Items hier, zum Beispiel in unserer Hauptstadt. Oder in unserer alten Hauptstadt, eher gesagt. Guck mal, Verkaufspreis 6.000, 2.000, 6.000 und die werden wir halt nicht benutzen. Das lohnt sich schon dann. Genau, dann können wir jetzt mal hier schauen. Segel setzen! Bis dann ist das ja auch neu gewürfelt worden, ey. Der Schoner braucht gerade ganz schön lang. Pärchen. Dann können wir kurz mal schnell nachschauen, jetzt wo du hier ein paar aufgewertet hast, wie gerade das mit der Produktion aussieht. Ach, bist du gerade selber bei SC. Seife sieht soweit in Ordnung aus, Brot ist alles, in was Ordnung. Für die Burger ist, ne? Die müssen alle... Ja. Wurst muss einmal hochgeballert werden und... Alter, Schnaps aber sowas von. Wurst, ja. Schnaps. Wurst auch? Fisch. Wurst ist bei mir bei 0. Ja, Wurst, ja, passt gerade so. Also Fisch und. Genau, Schnaps Fisch und Schnaps noch. Fall. Dann gehe ich kurz mal zum Fisch und du machst den Schnaps. Mal das kurz einmal hier nebeneinander her. Ja, komm drauf, geschissen, machen wir dann hier nochmal was. Werden wir auch später weg, alles weghauen hier. Sü. Wie wäre es mit ein bisschen Fisch to go hier? Ich dachte mir schon, dass du gut bist. Sehr schön. So, Fisch geht jetzt wieder hoch, Schnaps geht hoch. Alles klar, passt wieder. Warten wir erstmal. Wunderbest. Madame Kaina haben wir geschafft, sehr gut. Das heißt, das Linienschiff kann ich kurz verwenden, um es kurz nochmal zum Hauptkontor zu schicken. Du holst einmal 7 Getreide für die Hand und bringst es einmal rüber, bitte.
Erstmal dahin. War noch 7 Tonnen, genau. Nicht, dass ich mich schon wieder vergucke. 20 Minuten. Ach, scheiß auf diese Aufgabe. Ich hätte nicht so viel verlangen sollen. Ja, nerv nicht. Wer will auch 14 Tonnen Kanonen, Alter? Ich bin doch nicht Krösus. Hätte ich ja rüber transportieren müssen. Ach, das geht ja nicht. So. Ja. Silver könnten wir auch mal wieder eine Aufgabe machen, oder? Oh, das Tauchglockenschiff, das hau ich mal direkt Richtung Cap Chelani durch. Einmal bitte direkt durchfahren. So. Bei 20.000 möchte ich mir nicht entgehen lassen. Geld steigt wieder langsam, das ist gut. Sanfte Sonnenstrahlen fluten die Lichter. So, generell habe ich noch gar nicht geguckt, jetzt wie es bei den Konserven aussieht, wie der da Verbrauch und so ist. Ups. Na, ach, gucken wir mal hier. 1 von 1 steht hier, okay. Bärchen, Bärchen, wie sieht's denn aus? Ja gut, die Baumwolle ist immer noch nicht da, da brauche ich echt gar nicht gucken. Da sind ein paar schöne Sachen dabei. Sehe ich jetzt hier gerade nicht. Ah, nee. Und die ersten Fälle? Ah, die ersten Fälle sind da tatsächlich. Nice. Das ist super. Apropos die ersten Fälle, wie kann man das nächste Schiff wieder entpausieren? Ich hoffe, du fährst jetzt erstmal Richtung Hafen, bevor du direkt loslegst. Ja, sieht gut aus. Wunderbar. Wunderbar. Alles bereit. Genau, gönn dir. Ja, ist nicht mein Stack. Ja, ist aber okay, fahr trotzdem schon mal los. Dann bauen wir das hier vielleicht noch mal ein bisschen aus. Mehr Baumwolle. So, lassen wir erstmal. Aber bei einmal können wir noch. Einmal geht noch. Ah, komm, einmal geht noch. Dann können wir jetzt auch den Rest hier noch ausbauen. So, Baumwolle dürfte jetzt gleich auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück steigen. Okay. Na, mit den Piraten werden wir auch noch Frieden schließen in Zukunft. Um uns den geilen Stuff zu holen. Bis zurück, dann kann ich mir mal kurz die hier einverleiben. Und einmal bitte auch hier rüber. Segel setzen! Der Schoner ist immer noch nicht da. Aber wie lahmarschig bist du denn? Ja gut, der ist auch voll beladen mit Eisenerz, ne? Dass das Schiff langsamer ist, ergibt Sinn. Schiff unter Beschuss. Oh, das ist okay. Ja, Bergungsschiff, das hält das aus. Ist auch schnell genug. Ja. Entspannt. So, wo bist du jetzt gerade bei? Warten. Aber jetzt kann ich ja langsam. Das Geld steigt ja. Ja. Was ist denn bei dir? Du brauchst noch Gulasch. Gulasch. Mensch, ja.